Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Uhrenfreunde. Heute zeige ich euch eine tolle Polyod-Signal mit einem mechanischen Wecker. Diese Uhr ist mit einem Polyod 2612.1 Handaufzugswerk ausgestattet, das natürlich sofort anläuft und die Zeit hält. Auch der Wecker funktioniert, den können wir auch gleich einmal testen. Dazu stelle ich die Uhrzeit etwas nach vor. Davon wird man garantiert wach. Man kann leider durch das Handy jetzt die Vibrationen nicht mitfilmen. Bei dieser Krone wird die Weckfunktion eingestellt. Hier wie gewohnt die Uhrzeit bzw. der Handaufzug. Die Uhr hat einen Durchmesser von 36,5 mm und lässt sich somit sehr angenehm tragen. Ich habe jetzt nicht die stärksten Handgelenke. Aber ich denke, das ist doch repräsentativ für viele Herren und auch natürlich für viele Damen. Durch die integrierte Weckfunktion dieser Uhr ist sie relativ hoch mit 12 mm. Aber mit den beiden Kronen und mit dem leicht patinierten und silbern schimmernden Ziffernblatt ist diese Uhr doch eine sehr imposante Erscheinung am Handgelenk. Das Gehäuse ist in einem sehr guten Zustand, nicht berieben, keine großen Beschädigungen, lediglich Tragespuren sind hier zu finden. Und auch wenn man das Glas ansieht, das dürfte noch das Originale sein, kann man vermuten, dass diese Uhr nicht sehr viel getragen worden ist. Darauf ist ein sehr schönes gebrauchtes Metallband der Firma Hirsch und damit wirkt die Uhr auch sehr edel und spiegelt auch den Zeitgeist der späten 80er Jahre wieder. Schauen wir mal hinten rein. Hier ist das besagte Werk dann zu sehen. Sehe ich auch nicht oft. Die meisten Polyods oder Vostoks oder andere russische Uhren sind meistens ganz normale Handaufzugswerke, hier eben mit einer integrierten Weckfunktion. Und man sieht auch immer wieder schön und sehr beruhigend, wie die Unruhe ihren Dienst tut. Die Marke Polyod ging aus der ersten Moskauer Uhrenfabrik hervor, die ihrerseits 1930 gegründet wurde. Der Ausdruck Polyod steht für Russisch Flug und wurde nach dem Raumflug von Juri Gagarin für die Uhren der ersten Moskauer Uhrenfabrik eingeführt. Sämtliche Uhrenwerke dieser Marke sind für ihre Robustheit bekannt und werden von sehr vielen Sammlern auf der ganzen Welt geschätzt. Wenn euch meine Vorstellung dieser schönen Uhr gefallen hat, lasst mir einen Kommentar hier oder abonniert meinen Kanal oder bestenfalls beides. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.